Am frühen Dienstagmorgen hat es wieder Drohnenattacken gegen das Geschäftsviertel von Moskau gegeben. Dabei wurde die Glasfassade eines Hochhauses beschädigt. Verletzt wurde offenbar niemand. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe. Mehrere ukrainische Drohnen seien abgefangen worden. Experten bezweifeln, dass die Drohnen tatsächlich aus der 500 Kilometer entfernten Ukraine abgeschossen wurden. Bereits am frühen Sonntagmorgen war ein Hochhaus im modernen Geschäftsviertel der russischen Hauptstadt beschädigt worden.